Merkmale schon immer. Und zwar habe ich angefangen, als ich kleiner Junge war, habe ich Lucky Luke angehimmelt und Elvis Presley. Lucky Luke, weil er einfach der Held ist des 20. Jahrhunderts. 19. Jahrhundert. Und ich habe den einfach geliebt, diesen Kerl. Ich habe ihn angehimmelt und wollte ihn einfach auch auf Papier bringen, malen. Und zweiter Held in meinem Leben, zweiter starker Mann, war Elvis Presley. Den habe ich genauso geliebt, aufgrund seiner tollen, tollen Musik, die ich überhaupt nicht verstanden habe als Kind, aber es war ja wurscht. Und auf sein brillanten Aussehen, diese tolle war. Perfekt. Malerei. Für mich ist Malerei Entspannung. Ich komme nach Hause von meinem 9-to-5-Job und bin froh, wenn ich meine Ruhe habe, mal so 2 Stunden den Pinsel in die Hand nehmen kann, mir ein Bier aufmachen kann und einfach total abschalten kann. Ich bin in einem großen deutschen Unternehmen angestellt und bin eigentlich von 9 to 5 damit beschäftigt, irgendwelchen Leuten die Eier zu lecken. Gut, ich muss sagen, 9 to 5 hat mich groß gemacht. Finde ich super. Ich stehe da noch voll dahinter. Aber eigentlich bin ich eine Künstlernatur. Ich mag das Chaos. Ich mag aufstehen, wann ich will. Ich mag machen, was ich will. Ich will irgendwie, dem Betrachter will ich keine Interpretation aufdrücken. Ich habe Interpretation schon in der Schule gehasst und eigentlich zeichnen sich meine Werke oder meine Malerei durch die Sinnlosigkeit, durch die Absurdität, durch die Gleichgültigkeit aus. Und da gehe ich ganz die Linie von meinem, sagen wir mal, literarischen Idol, Albert Camus, der eben diese Gleichgültigkeit, die Schönheit der Gleichgültigkeit, der Sinnlosigkeit des Lebens so schön dargestellt hat in Worten. Ich muss sagen, ich habe wirklich nur 2 Bilder, die mir bis jetzt immer noch gefallen. Aber wenn man 20 Stunden vor so einem Bild steht, findet man es eigentlich immer nur noch hässlicher. Und dann am besten ist, wenn man mal eine Nacht drüber schlafen hilft, am besten ist, man zeigt es der Freundin, man zeigt es Freunden, ob es denen gefällt. Weil irgendwann mal hat man die Nase voll davon.
glaube, ich habe meinen eigenen Stil noch nicht gefunden. Man sieht es auch in den Bildern, die sind. Ich habe es einer Freundin gezeigt, die Bilder. Und die gemeint, boah, die sind alle in einem anderen, verschiedenen Stil. Sie fand es geil, ich fand es scheiße. Weil eigentlich Künstler zeichnet sich da doch aus, dass er einen Stil hat und den auch absichtlich reproduzieren kann. Danke, dass ihr da seid und ja, die Ausstellung genießen könnt. Vielen Dank. Bis jetzt die Werke von mir eigentlich Zufallsprodukte. Hat zwar auch seinen Reiz, das heißt, es sieht jedes anders aus, aber es liegt doch so ein bisschen so der Wille, der, oder sagen wir mal so, das System fehlt. Aber ich denke mal, das kommt auch mit der Übung. Und wenn ich das erreicht habe, dann würde ich mich als wirklichen Künstler bezeichnen.